Die Pizza kommt jetzt in den Ofen für ca. 10 Minuten bei 220 Grad. Die Pinienkerne im Pizzabelag sind durch den Backvorgang jetzt schön kross geworden. Der letzte Schritt vor dem Einrollen: Salat auflegen und mit der Joghurtsoße verfeinern. Ein erster veganer Rückblick. Tofu mit Tomatenmark und Gewürzen anbraten, auf dem Hefeteig verteilen und in den Ofen schieben. Eine Soße aus Sojajoghurt und Minze verleiht der türkischen Pizza ein wenig Frische. In diesem Rezept spielt die Pizza die Hauptrolle. Dafür sorgen Attila und Jörg im letzten Arbeitsgang. Die türkische Pizza, die ist richtig lecker. Und da passt alles zusammen, die Zutaten, die Aromen, das ergibt einen richtig runden Geschmack. Und dass da jetzt mal Hackfleisch mit reingehört oder so, ist für mich in diesem Moment überhaupt kein Thema, weil das, was ich hier esse, schmeckt wunderbar. Ja, ich bin ja in Berlin aufgewachsen und mit türkischer Pizza und Döner. Und das isst man natürlich unterwegs, also ist auf jeden Fall vegan to go und zwar Deluxe. Jetzt wird Attila auf den Zahn gefühlt. Mit den Fragen der Redaktion geht es für ihn ans Eingemachte. Du bist seit mehr als 10 Jahren Veganer. Ganz ehrlich, wann hast du dein letztes Steak gegessen? Ich muss zugeben, ich habe es mal vor 5 Jahren gemacht, weil ich dachte, mir fehlt irgendwas. Mhm. Und dann bin ich verzweifelt irgendwie in den Bioladen und habe mir da so ein Bio-Steak gekauft. Aber lag dann irgendwie nachts mit Magenkrämpfen im Bett. Also mir hat es nicht so gut bekommen. In dem Moment habe ich gemerkt, es passt nicht mehr. Ja. Wie gelangst du an dein detailliertes Ernährungswissen? Es liegt daran, glaube ich, begründet, dass ich mich einfach gerne wissenschaftlich damit auseinandersetze. Und ich habe so von der Physik so ein bisschen dieses Bedürfnis, den Sachen wirklich auf den Grund zu gehen. Und ja, dann finde ich es super interessant irgendwie, gerade glaube ich auch, weil ich sehr eitel bin, dass ich dann so lange gucke, bis ich die besten Lebensmittel habe, die mir am besten gut tun, damit ich lange frisch aussehe. Auch Jörg kann vegan. Aus einer Aubergine, frischen Kräutern, Fleischtomaten und Zucchini entsteht eine Pasta mit Kräuter-Gemüsesoße. Ist ja auch eigentlich was ganz Einfaches, Vegetarisches. Und das ist ja bei dir auch so angenehm. Du kochst ja vegan, aber bist ja völlig entspannt und willst jetzt auch nicht irgendwie die Leute bekehren für irgendwas oder aufklären, sondern es geht einfach darum, dass du völlig undogmatisch deine Ernährungsform auch so weitergibst. Ja, das ist für mich immer so ein Reizthema. Ich krieg da immer so einen Hals bei arroganten Vegetariern. Ja. Und mir ist einfach wichtig, eine junge, frische Küche anzubieten, die irgendwie nicht dogmatisch ist. Ja. Ich gehe auf Fleischesser zu, weil ich eben selber der größte Fleischesser war. Nicht nur ein Fleischklops, sondern eben auch, ja. Ja. Ich habe gerne Fleisch gegessen und ich glaube, ich hätte diese Entscheidung früher auch gar nicht gemacht, wenn ich nicht doch so ein bisschen kochen kann. Weil auf Genuss will ich nicht verzichten, oder? Also Das ist ja der Punkt. Also Genuss muss ja trotzdem an erster Stelle stehen. Du hast jetzt die Zwiebeln klein geschnitten. Genau. Weil Pasta kocht schon, ne? Pasta kocht schon, ja. Pasta kocht schon. Und ich schneide die Zwiebeln ein bisschen kleiner, weil die schwitze ich zuerst an. Okay. Dann ein bisschen Zucchini. Tomate reicht so, ne? Aubergine. Ja, das ist gut. Mindestens. Das ist wahrscheinlich schon mindestens. Zu viel. Ja. Ich würde noch Zucchini und Aubergine schneiden. Ja, genau. Aubergine zuerst. Auch in Würfel? Ja, gerne. Weil die ja auch schon ein bisschen länger braucht. Aubergine ist ja auch ein Gemüse, das braucht ja auch ein bisschen Gewürz. Also das bisschen ja auch, Öl, bisschen Gewürz. Bisschen, genau, das saugt ja auch viel. Ne? Dagegen so eine Zucchini ist da schon einfacher zu handeln. Und Paprika. Ja. Wie ist das denn überhaupt? Ich meine, wenn du mit deinen Kumpels, mit deinen Freunden unterwegs bist, das ist ja eine Organisationssache, oder? Wenn ihr in Urlaub fahrt, weil du musst ja immer mehr auf dein Essen achten als alle anderen. Absolut. Ne? Es ist natürlich so, dass ich diese Liebe zu Lebensmitteln, frischen Lebensmitteln habe. Die hast du auf Mallorca, die hast du in Thailand. Ja, das stimmt. Übrigens, Thailand ein ganz tolles Land, da habe ich Backpacking gemacht. Da gibt es ganz tolle vegetarische und vegane Möglichkeiten. Ja, die essen ja auch viel mehr vegetarisch als wir, ohne das als vegetarisch zu kennzeichnen, würde ich fast sagen. Ne? Die haben schon eine eigenständige Kultur, auch gerade Indien. Da ist ja so Vegetarismus auf jeden Fall sehr verbreitet. Also ich glaube, dass Attila in dem Bereich der veganen Küche noch sehr viel erreichen wird, sehr viele Leute auch erreichen wird. Und er ist jetzt im Moment in aller Munde, sein Buch läuft richtig gut. Und es ist ja nun mal auch ein bisschen Trend und es wird immer mehr, die vegane Küche. Ich glaube schon, dass er für viele jetzt auch so eine Art Vorbild ist, weil
die Rezepte sind super. Er ist ein super Typ, kommt gut rüber und zeigt jetzt auch nicht mit seinem erhobenen Zeigefinger auf die Leute, sondern er bringt das einfach so rüber und lebt es vor. Und ich glaube, das kommt bei den Leuten richtig gut an. Ich wünsche es ihm jedenfalls. Das Gemüse brät im eigenen Saft und in Olivenöl. Als Süßungsmittel verwendet Jörg heute Agavendicksaft. Der ist deutlich süßer als Zucker, weswegen man ihn nur dosiert einsetzen sollte. Frische Kräuter und Nudelwasser kommen außerdem dazu. Ich gebe jetzt auch noch ein bisschen Balsamico-Essig dazu. Kommen wir zu dir hier. Ja. Oh, lecker. Schön aus Modena. Genau. Riecht schon wahnsinnig gut. Das ist auch. Die Kräuter hier sind noch der Hammer. Eigentlich können wir jetzt auch noch essen. Vor dem Essen gibt Jörg noch die Nudeln in die Gemüsepfanne. Also es gibt ja Hartweizennudeln und Eiernudeln. Und das ist eigentlich reine Geschmackssache. Und für die vegane Küche ist es natürlich klar, dass es ohne Ei ist. Lecker vegan in 3 Schritten. Gemüse kleingeschnitten anbraten, mit Kräutern und Balsamico würzen und Nudeln dazu. Der Klassiker auf Pasta, Parmesan. Attila hat auch dafür eine milchfreie Alternative. Bei den beiden Parmesansorten für die Nudeln finde ich es sehr interessant, dass der Attila da seinen eigenen Parmesan mitgebracht hat. Geriebene Nüsse mit ein bisschen Meersalz über die Pasta gestreut und das gibt natürlich einen wunderbaren Geschmack. Ich würde das noch mit meinem normalen Parmesan würzen und dann hat man noch mal so einen richtig schönen Effekt und braucht nicht so viel Käse. Also das hat mich sehr gefreut, dass er irgendwie gesagt hat, dass ihm mein Pinienkern-Parmesan sozusagen gut geschmeckt hat. Das freut mich natürlich und dass er da so eine 50-50-Version versucht, das ist gut für ihn, für seine Gesundheit und ja, also das ist so eine Sache, die ich wirklich mitnehme und mich drüber freue. Jetzt aber der veganen Küche noch mal tief in den Topf geguckt. Schließlich bedeutet der Verzicht auf Fisch weniger Eiweiß, Fettsäuren und Jod. Fehlender Fleischverzehr sorgt für Eiweiß-, Eisen- und Vitamin-B-Mangel. Und ohne Milchprodukte fehlen dem Körper ebenfalls Eiweiße, Milchfett und Kalzium. Woher bekommt Attila diese Nährstoffe? Also wir haben hier für alles eine sehr gesunde Alternative. Fangen wir mal an mit den Fettquellen, würde ich sagen. Avocados, ja, super gesund. Schön als Guacamole, als Avocado-Creme. Ja. Enthält sehr viel ungesättigte Fettsäuren. Und ich setze natürlich statt Butter oder Schmalz einfach auf hochwertige Öle. Ja. Ja? Also hier haben wir eine riesige Auswahl an Olivenöl, Mohnöl, Haselnussöl. Und was ich immer ganz wichtig finde, gerade wenn du jetzt keinen Fisch isst, fehlt dir eine Omega-3-Quelle. Mhm. Und was ich da ganz gerne mache, ist Leinöl und Hanföl als Quelle für Omega-3-Fettsäuren. Die schmecken jetzt ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber was du machen kannst, ist, dass du zum Beispiel ein Dressing anrührst und 20% des Öls ersetzt du jetzt mit so einem guten Leinöl. Und bekommst dadurch natürlich deine Omega-3-Fettsäuren. Das heißt, wenn ich jetzt ein-, zweimal die Woche Fisch esse, machst du dir ein-, zweimal die Woche so einen kleinen Dressing fertig? Und richtig, so unter anderem natürlich auch Walnüsse, Haselnüsse. Das sind auch ganz gute Omega-3-Quellen, die natürlich auch ganz viele Mineralstoffe haben. Genau, und wobei wird es schwierig? Ja, eigentlich bei gar nichts. Aber wir können ja mal zum nächsten Punkt gehen. Genau. Gerade so diese Eiweißfrage, ich glaube, das ist immer so immanent, wenn du über Vegetarier redest. Genau. Woher nehmen die ihr Eiweiß? Ihr Eiweiß, weil die meisten essen Fleisch, da ist natürlich alles dabei. Ja. Und das komplette Sortiment hier enthält natürlich Eiweiß. Mhm. Wenn du eine gute Kombination hast, zum Beispiel aus Brokkoli, da ist Eiweiß drin, Brechbohnen, dann hast du Tofu. Wenn du das gut kombinierst, kommst du auf deine 8 essentiellen Aminosäuren und hast natürlich eine sehr gesunde Quelle für Eiweiße. Tofu-Produkte kennt man natürlich, die gibt es in jedem Supermarkt. Da ist sehr viel Eiweiß drin. Aber was ich wichtig finde, ist eine vegane